Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Heute habe ich für euch wieder etwas zum Schmunzeln und zum Lachen mit dabei. Ja, und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich einfach und aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr auch immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Also wer hier wohnt, braucht sich keine Sorgen zu machen wegen Einbrechern. Man muss definitiv auch keine Angst haben, dass das Fenster offen gelassen wird. Allerdings kann es sein, dass die Beleuchtung nicht optimal durch die Sonne gegeben ist. Auch hier wieder ein wunderschönes Beispiel für Diskriminierung. Also wer heute kein Handy hat, ist hier auch offiziell geoutet und muss sich sogar hier auf dem Bürgersteig eine extra Linie aussuchen. Also ich frage mich, wer diesen Stuhl entwickelt hat. Ich glaube, dieser Mann hatte irgendwie ein kleines Missverständnis von der menschlichen Anatomie, denn wo und wie soll man sich denn bitte hier draufsetzen? Abflüsse sind ja in der heutigen Zeit bei Unwettern ganz, ganz wichtig, aber diese Konstruktion weist irgendwo einen kleinen Fehler auf. Aber wo ist dieser Fehler? Ampeln sind ein ganz wichtiges Instrument zur Regelung des Verkehrs, doch die Platzierung dieser Ampel ist eine Besonderheit. In der Annonce stand ganz deutlich: erstes OG, gemütliche, geräumige Wohnung mit exklusivem Balkon. Nur es stand nirgendwo drin, wie man den Balkon erreicht. Auch dieses Beispiel zeigt hier ganz deutlich, wie gut es ist, dass man sich immer ganz genau an den Plan hält und nichts in Frage stellt. Der Mieter dieser Wohnung achtete genau darauf, dass er seinem Hobby frönen kann. Er mag Eisenbahn und möchte so nah wie möglich am Ort des Geschehens sein. Ich denke, mit diesem Balkon und dieser Aussicht ist ihm das auch sehr, sehr gut gelungen. Es geht doch nichts über einen barrierefreien Zugang für benachteiligte Menschen wie Rollstuhlfahrer oder Leute, die eben eine Gehhilfe brauchen. Dieser barrierefreie Zugang ist doch hier gegeben, nachdem man die erste Barriere überwunden hat. Coca-Cola ist bekannt für berühmte Werbung, für tolle Werbung, für strange Werbung, für komische Werbung. Aber ob diese Werbung genau das getroffen hat, was Coca-Cola wollte, wage ich dezent zu bezweifeln. Was sich der Konstrukteur bei der Planung dieses Baus gedacht hat, weiß ich nicht. Was der durchführende Handwerker sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, eine Form von Multitasking sieht anders aus. Dass bei Ladenflächen jeder Quadratmeter zählt, ist klar. Dass die Miete auch sehr, sehr teuer ist und die Besitzer sehr viel Geld einnehmen, ist auch klar. Aber ob diese Konstruktion so wirklich gewollt war, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dass man der heutigen Gesellschaft auch auf kleinere Menschen und Kleinwüchsige eingeht, finde ich ganz klasse. Aber war das hier wirklich so geplant? Tja, wir wissen nicht, wo uns der Weg hinführt. Gut, dass wir einen Handlauf haben. Vielleicht geht es hier zum Gleis 12 3/4 von Harry Potter. Die Planer, die hier beschäftigt waren, waren ganz fest davon überzeugt, da hinten geht doch der Weg eigentlich weiter. Ich war mir 100% sicher. $250 Millionen Baukosten, 5 Jahre Planungszeit, 2 Jahre Arbeitszeit in der Durchführung. Ja, und dann liegen wir 3 Meter nebendran. Newcastle im Nordosten Englands, ja, ist sehr knallhart mit ihren Regeln und bietet auch Strafen an. Und zwar, wenn man hier also an der Straßenbahn das Kabel anfasst, warnt man vor sofortigem Tod. Außerdem gibt es noch $200 Strafe.
Auch bei dieser Konstruktion wurde anscheinend mal wieder die menschliche Anatomie fehlinterpretiert und diverse Körper, Gliedmaßen, Längen, würde ich mal sagen, von der Länge falsch eingeschätzt. Denn wie soll man denn hier bitte mal drankommen? Bei dieser Konstruktion wurde wahrscheinlich vom Innenraum geplant, mit dem kürzesten Weg, von außen wurde das glaube ich gar nicht mal begutachtet. Das Ergebnis ist aber sehr beeindruckend, das ist eine Aktion, bei der wächst man einfach über sich hinaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen lachen und schmunzeln. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach kurz ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, dann seht ihr auch sofort, wenn es hier wieder weitergeht.